Jetzt beschäftigen wir uns mit den Produzenten. Dieses Mal haben wir eine sehr viel höhere Anzahl an Bewerbungen gehabt in dem Bereich als in den Vorrunden jeweils. Wir haben 7 Stück reingenommen, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Von jedem Produzenten, jedem Beatbauer spielen wir 3 Beats an. Jeweils 1 Minute würde ich vorschlagen. Und entscheiden dann. Komm, so machen wir das. Und wer nicht killen kann in seiner ersten Minute, braucht er nicht. Direkt am Anfang so, cut. Ja, Bruder, 1 Minute hast du Zeit. Wenn du da nicht killst, dann... Normalerweise hast du 30 Sekunden, dann klicke ich weg, dann zählt der Stream nicht mal. Von daher. Go, Jimmy, go, Jimmy, go, go, Jimmy. Wer ist das? Robin Coppers. Ja, also ich fand ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Also durchgehend. Ich fand, der erste war noch so. Wenn ein Rapper draufkommt, ist das schon ein geiler, weil es ein geiles Sample war. So. Lass mal die Experten reden, dann, oder? Aber. Also Auswahlkriterien waren auf jeden Fall, ist das innovativ, ist das vom Beat her interessant, gibt der Beat Raum für die Entfaltung? Das waren so die Auswahlkriterien. Ich finde, sein zweiter Beat war halt, erstens, der hat 3 verschiedene Facetten gezeigt, das ist schon mal klug. Auf der anderen Seite, wo ist deine Linie? Das ist natürlich mal so die, der Trap-Beat passte bei ihm überhaupt nicht. Nee, ich finde, der Trap-Beat ist ein Beat, auch so, den hat der gemacht, um den Beat gemacht zu haben. Nicht damit, der war nicht mehr rappbar, finde ich so. Du hast den Beat nicht gemacht für einen Song, sondern um zu zeigen, dass du ein krasser Producer bist, dass du Drums so freaky setzt und so weiter. Ist auch eine Art und Weise zu zeigen, was man kann hier, aber ist nicht so zielführend, finde ich. Ich finde, du hörst voll die Linie. Ich finde, echt? Gerade deshalb, weil der zweite nix ist. Und ach so, okay. Der ist krass, ich meine, ihr seid die Experten, aber ich finde, das ist so krass soulig, sample-lastig. Da will der, glaube ich, eher sich drauf rumspielen und ein bisschen experimenteller sein. Und damit passt der wahrscheinlich auch hinten und vorne nicht zu dem, was wir an Rappern bisher gesehen haben. Stimmt. Aber natürlich gibt es auch Beatmakers, die entweder nur eine Richtung folgen, die sagen, okay, ich mache nur Trap-Beats oder ich mache nur diese Art von Beat. Und dann gibt es natürlich Beatmakers, die eigentlich einfach nur das produzieren, worauf die gerade Bock haben oder was die gerade für ein Sample da haben. Weißt du? Das heißt nicht, weil er zum Beispiel diesen Sample, diese etwas jazzige Nummer am Anfang hatte, dass ich glaube, deswegen hat er vielleicht extrem dann so einen Trap-Beat noch dazu gepackt, damit er zeigt, ich verstehe die Materie. Ich kann das und das. Ja, ja, okay. So, klar. Weißt du? Aber ich würde das. Aber das ist eine Totgeburt, Alter. Ja, nee, aber ich. Ja, weil ich fühle dich 100%, was du meinst. Ja. Da wollte zeigen, guck mal, ich kann Claps setzen, ich kann dies, ich kann Snare, ich kann aufbauen. Ja. Ich kann Steigerungen machen und so. Das weißt du, was das Schlimmste für mich in Interviews ist? Kannst du haben. Ich habe nicht gesagt, wenn mir ein Rapper erzählt hat, auf meinem Album ist für jeden. Ist für jeden was dabei. Für jeden was Katastrophe. Dabei. Ach so, nee, ja. Hast du recht, safe recht. Und wenn es an mir geht, ich hätte die Skript dabei. Ja, ist Katastrophe, stimmt. Ich hätte alle seinen Skript. Jetzt von so seinem Niveau, also wir hören ja nur, was der für Sounds da hat und was das für eine Qualität ist. Dafür war das noch. Man merkt, das ist jemand, der noch nicht so lange Beats macht. Jemand, der gerade noch on the way ist. So sich, man hat zum Beispiel gemerkt, dass er viel zu viel gemacht hat in dem Trap-Beat. Er hat versucht, die Kicks sehr freaky da zu machen. Er hat vielleicht auch noch nicht so mit so vielen Rappern gearbeitet. Genau, so, genau. Ich weiß, so, das heißt, der, cool das ist jemand, also so wie ich das raushöre, ist das jemand, der ist noch auf dem Weg. Also.
Der ist bestimmt auch noch blutjung und deshalb umso spannender fand ich, dass er war der Einzige, der jetzt so ein bisschen mit Jazz experimentiert hatte. Finde ich, ich glaube, das mochte ich auch an dem Band. Und hat auch ein bisschen versucht, dieses Sample-lastige mit was Neuen zu, also mit den neuen Sounds zu arbeiten. Halt noch nicht so. Muss er weitermachen, so irgendwann sitzt er. Nächstes Jahr, mein Lieber. Nächstes Jahr nochmal. Gut, der nächste Kandidat heißt Hitmakers. Besser, ich fand ihn besser als den davor. So. Leicht. Weil er so ein bisschen mehr arrangiert hat, so ein bisschen mehr Aufbau, versucht zu variieren, dann nach der Hook irgendwie einen Break reinzumachen, aber so richtig überzeugt hat mich das auch noch nicht. So. Ja, so für mich war der auf dem gleichen Niveau wie der erste. Ich meine, ich urteile jetzt einfach nur die Skills und die Auswahl der Sounds, weißt du, weil manchmal muss man einfach die richtigen Sounds rauspicken, die zusammenpassen. Weißt du, ich höre einfach bei beiden, dass die nicht drauf geachtet haben. Die haben einfach nur den ersten Sound, den die gefunden haben, ist ein Trap Hi-Hats, packe ich mal drauf so. Und man hört einfach, dass das keine erfahrene Producers sind so. Also für mich sind die beide gleich gut gewesen. Der andere hat vielleicht einen Beat gehabt, der besser klang, aber das liegt wirklich am Sample. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und ich kenne mich nicht so aus damit. Ich finde, er hier hat auch ein bisschen so überproduziert, oder? Also gerade der zweite Beat war so, da sind 10 Sachen gleichzeitig passiert. Nimm lieber zwei, drei Sachen. 10 Kicks. Von ja, und dann kamen neue Sachen rein, aber nichts ging weg. So alles blieb und der Beat wurde immer voller und voller. Und wo ist dann noch Platz für einen Rapper, oder weißt du, wo soll dann noch ein Rapper auf dem Beat? Das wird eng dann. Das wird eng. Also bei Respect, also bei dem letzten Beat, kann ich mir das schon eher vorstellen. Das war für mich auch der Beste aus seinem Paket, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zu Adam Z. Ich muss sagen, es tut mir so leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Aber ich könnte da jetzt eh nicht so viel, da sind so viele Experten. Aber es war wundervoll mit euch. Ich freue mich, euch alle beim Finale spätestens wieder zu sehen. Ja. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Dankeschön. Ich werde jetzt mal heimlich aus dem Bild springen. Rückwärts aus dem Bild gehen. So durch den Busch. Okay, weiter geht's. Adam Z. Adam Z. Oh, da bin ich gespannt, was du sagst. Ja? Und was ihr dazu sagt. Adam. Ah. Oh, geil. Das mieseste Reim, das du haben, Digga. Warum rappst du nicht? Ich? Ist das jetzt alright. Next. Sagen wir dazu nichts? Erst nach seinem Beat. Ich fand den zweiten Beat fand ich geil. Den ersten. Ach, er hat nur zwei, ja? Nee, ja, das waren drei. Bitte? Ah. Also ich würde sagen, erwischt. Bei dem sieht man, dass er vielleicht mehr musikalisch einen etwas breiteres Horizont hat. So. Ja. Aber seine Beat-Skills sind nicht, rein technisch gesehen, ist er nicht auf dem Level. Da sind die anderen sogar besser. Ein bisschen voll schade eigentlich, ne? Ja, also der hat auf jeden Fall
Das ist, wie du sagst, der Musikverstand. Hat Vinyls da, der hat vielleicht noch eine MPC mit so einer Diskette und macht sein Ding da, aber dafür ist das nicht geil genug. So. Ja, der erste ist so für Fans, ja. So von dieser Mucke, irgendwie, ja, die er genau. gewählt hat. So, ne? Aber ich denke, das Interessante ist, dass er versucht nicht, die Beats zu machen, die alle gerade machen. Und das finde ich an dem gut. Sein Ding. Aber der Letzte, ich finde, der Letzte ist aber so einer, er versucht, die Beats zu machen, die alle machen. Ich finde, der Letzte ist gerade so einer. Ja, genau. Er hätte, wenn dann, komplett durchziehen sollen mit dem Film. Ja. Und der Letzte ist halt so. Deshalb findest du auch den zweiten Beat am besten. Ja. Ich finde, der ging so ein bisschen Ansätze von Just Blaze. Beim ersten vor allen Dingen, wo er so mit ganz viel Samples und so. Aber dafür musste er noch monumentaler, noch epochaler. Und dafür fehlen halt voll die Skills. Also für mich ist aber Dicker, Fall, der hat. Oh, Entschuldigung, mach du erst. Unter Chef. Den ersten dreien ist er, weil er. Du hast recht, mhm. aber weil er der kreativste ist. Genau das. Ach so, ja, von den Bro, drei ist Bro, er für mich. Bro. Ja, ja, ja. Der Beste. Nee, du feierst nur den. Du feierst den. Ich bin immer noch auf. Upside down. Okay, so, dann kommt jetzt Five Kid. Mit einer Minute Intro. Das war? Ich weiß dir. Ich sagte ja, der will für Shindy produzieren, wegen den langen Intros. Ja, aber dafür ist er zu schlecht. Aber dem musst du mal Dings zeigen, Pharrell Williams, und wie der in seine Beats steigt. Pharrell Williams macht einfach ta, 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 bam, und dann geht's am los. Er braucht eine Minute, um auf den Punkt zu kommen, so, das ist zu lang. Ey. Ja, da bin ich dabei, vor allem, weil ich deshalb auch ein paar Mal ausgestiegen bin, aber dann irgendwie das doch. Irgendwie klingt das schon nice, aber er zögert das so lange nach. Am besten, ich rufe Pharrell an und sage, ich habe den miesen Nachwuchsproduzenten. Also ich habe den jetzt einen halben Punkt mehr gegeben. Soll ich einen anrufen, Nico? Allein nur dafür, dass die Soundauswahl, dass seine Grooves rund waren. Mach ihn erstmal zu. Hallo, Salam Aleikum. Wer kommt jetzt? Victor. Victor Beats. Man ist im Club, man freut sich, dass ein Track kommt, und dann kommt so ein Remix davon, so ein Trap-Remix. Das feier ich gar nicht. Dann freut man sich, wenn das nächste Lied wieder kommt, was du da vorne hast. Der weiß auch, der kann das so. Das ist der obligatorische Track, auf den du auf Toilette gehst und wiederkommst. Auf den ich verpasse jetzt nichts. Ja, der war nicht. Das ist so ein bisschen. Boah, die letzten zwei müssen auch sein. Auch dafür war der nicht gut genug. Was sagt ihr beide zum zweiten, nur so für mich interessenshalber? Zum zweiten Beat? Ja. Der war am besten. Gemacht von denen. Das war von seinen Beats war das okay. So, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den zweiten oder den dritten besser finde. Aber insgesamt ist das so, wie du es gesagt hast, einfach zu. Ist zu viel. Auch zu wenn viel. Da jetzt noch ein Rapper drauf kommt, dann muss das so. Ja, das muss, so. Ja. Scorsese, der hat einen Namen. Hey. Scorsese. Wenn er jetzt nicht abliefert. Score! Der muss jetzt Gas geben. Aha, aha. Scorsese.
Ey, zum ersten Beat stehe ich. Ey, da muss ein bisschen lernen abzumischen. Das knallt nicht. Das passt und so geht nicht. Das Problem ist, dass Scorsese hat sich, glaube ich, in Köln auch beworben, war auf der Bühne. Er hat verloren. Und er hat verloren. Und du hast ihm entscheidende Hinweise gegeben, eigentlich, wie er das schaffen kann, irgendwie, was er da nicht geschafft hat. Du hast das also zu verantworten. Und er hat es wieder nicht umgesetzt. Nee, hat er nicht. Aber in Köln hatte er besser. Aber es ist eine Zeitsache. Früher klang meine Beats auch kacke so. Vor 3-4 Jahren. Klang auch, wenn ich abgemischt habe selber, klang es voll kacke so. Das muss man halt, man muss machen. Irgendwann geht das. Ja. Mhm. Nee, der war nicht gut, der Scorsese. Nee. BC Pratt, oder wie heißt der? Ich fand den zweiten Beat von ihm echt geil eigentlich. So, ja, der zweite war cool. Haben halt ein bisschen, der erste war auch cool, finde ich. Erste war auch cool. Die haben beide, erste und zweite, haben genug Raum gelassen für noch. Also in meinem Kopf war schon ein Rapper drauf mit einer Melodie und so. Mhm. Das hat bei den anderen gefehlt. So. Echt, ja? Weil der erste klang so ein bisschen. Aber sehr klassisch irgendwie damit. Ja, ja. Die Seite war jetzt nicht innovativ oder spannend. Nee. So. Wir müssen drei raussuchen. Ja. Drei? Ja. Für mich wären. Soll ich wieder mitzählen? Als Nicht-Profi sage ich, lege ich mal vor einfach. Und dann sagt ihr mir, ob ich mich gerade lächerlich mache. Also, ich würde tatsächlich Adam Z eine Chance geben. Wegen der Kreativität. Punkte 3, 2, 1 oder? Dann Five Kid und BC Prod. Welche Reihenfolge? Nochmal bitte, Wilf. Bin ich bei Adam. Ja. Welche Reihenfolge? Echt? Welche Reihenfolge? Welche Reihenfolge? Muss wieder Punkte sammeln. Also Reihenfolge ist, die 1 wäre Adam Z bei mir. Ja. Die 2 wäre BC Prod. Und die 3 wäre Kiddo, Five Kid. Du? Bei mir ist Five Kid 1. 2 ist, ja, ich glaube BC. BC Prod. Mhm. Und 3 ist Adam Z. Okay, oder Adam Z. Genau das Gleiche. Du? Krass, für mich ist erster BC Prod. Ja. Erster ist BC Prod. Zweiter ist Robin Coppers. Nee, sorry. Erster ist 5K. Und dritter Adam Z. Adam Z. Adam Z, okay, du? Ich hab erster BC Prod, oder wie heißen? Mhm. Zweiter hab ich 5Kid. Und dritter hab ich Adam. Nochmal, was war zweiter? Adam. Also zweiter war 5Kid. Und dritter? Ja, ist ja egal, wir sind uns alle einig. Okay, ja. Hier fehlt doch einer. Achso, das ist die zweite Hilfe. Ja, genau. Je, je. Das ist auch deutlich. Der Einzige, der noch ein paar Punkte hier ist als Robin. Und ansonsten sind wir uns auf 3 einig. Adam Z oder Adam Z. Adams. 5Kid und BC Prod. Alle sogar relativ punktgleich, würde ich sagen. Ja. Ja.